Ich hänge hier, glaube ich, fest. Nächster Tag. Wir wollen los. Das sind diese Lenkradsperrung. Richtig, es gibt so eine Art Lenkradsperre. Aber es geht nicht mehr raus. Vielleicht kommen wir jetzt hier nicht mehr weg. Erst in Wuppertal die Tür, jetzt hier das Lenkrad, weil es ist übel warm. Eigentlich wollten wir heute zum Strand, aber will nicht. Hat doch geklappt, nach ein bisschen viel... Warum spanne ich mich jetzt ab? Nach ein bisschen viel ausprobieren können wir jetzt doch losfahren. Na mein, ne? Hat zwar kurz gedauert, aber naja, ist ja noch früher Morgen. Und heute geht es übrigens zum Strand. Oh, erstmal wollen wir frühstücken. Essen wir die ganze Zeit. Ah, oh, ja, stimmt. Ich bin das Navi. Wir haben geparkt und diesmal wissen wir, wie das hier funktioniert. Ich kann uns nicht mehr austricksen, das Teil. Ich will gar nicht wissen, wie viel Essen ich eigentlich in diesem Video zeige. Ich will es echt nicht wissen. Und jetzt gehen wir uns erstmal ein Fahrrad abholen, denn wir wollen ein bisschen Fahrrad fahren. Ich wollte auf dem Weg zum Strand sein gerade mit den Fahrrädern, aber irgendwie ist Chrissy anderer Meinung. Sie möchte so ein Deko-Laden. Na gut, ich passe hier ganz hervorragend auf die Fahrräder auf und warte auf Chrissy. Ich hoffe, ich dauere nicht zu lange. Noch ist draußen. Hast du gefunden? Ich bin jetzt vor 3 Jahren. Und weiter geht's. Leute, wir sind gerade auf dem Rad hier. Boah, sieht übel geil aus. Ey, was machst du? Okay, Chrissy möchte gerade noch nicht. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wie es hier aussieht. Das sieht nämlich, muss ich sagen, sehr nice aus, glaube ich. Oh mein Gott, und? Oh mein Gott, hier ist Strand, aber kein Weg zum Fahrradfahren. Was jetzt? Umdrehen. Okay, wir drehen um. Einfach weil man hier kein Fahrrad fahren kann, glaube ich. Nee, hier ist Sand. Sand, ganz viel Sand. Ist ja nicht so, dass wir Action auch bei uns irgendwo in Kiel haben. Also wir gehen jetzt erstmal extra rein. Eigentlich wollten wir noch zum Strand. Gleich geht's zum Strand. Wir sind am Strand angekommen und haben gerade ungefähr ein bisschen lange nach dem Parkplatz gesucht, weil der Parkplatz hier, der ist sauvoll und da ist gerade jemand weggefahren. Und wir haben hier einfach einen Parkplatz. Es ist das geilste Gefühl, wenn wir hier einen Parkplatz finden. Das ist echt krank voll, weil es echt sehr warm ist heute. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was es hier kostet, aber naja. Immer noch einen Parkplatz gefunden und können endlich an den Strand gehen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollten. Jetzt sind wir doch schon eins, glaube ich. Geschafft, wir haben unser kleines Schirm hier aufgebaut, sind jetzt einfach mal am Strand. Das ist hier übelst voll, also no joke, das ist so krass voll hier, hab ich nicht gedacht. Aber das Wetter ist auch sehr geil, ich sage, wir sammeln uns ein bisschen. Funktioniert vielleicht mit Sonnenschein nicht so geil, aber sagen kurz, legen wir uns einfach hier hin und dann zeige ich noch ein bisschen hier und dann würde ich sagen, let's go, weiter geht's. Da liegen wir ganz entspannt hier am Strand, sonnen uns ein bisschen, also ich sonne mich, Chrissy eher weniger. Warum eigentlich, Chrissy? Ich will keinen Sonnenbrand. Geht vor uns erstmal ins Wasser, ey! Die Wellen hier sind echt richtig hoch. Ja, die ne? sind voll krass, Mann. Wie hoch sind die Wellen bitte? Hauptsache, ich lasse das Handy jetzt nicht fallen. Oh. Oh mein Gott, ich kann nicht. Somewhere up in the cloud. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip. Ihr müsst wissen, ich habe keine Ersatzhose dabei. Sprich, ich hoffe, dass sie trocken wird. Wir gehen nachher noch in ein Restaurant rein. Ich merke, oh lol, es surft hier. Ich merke gerade, wie der Boden so leicht weggeht, weil der Sand geht weg. Unsere Sachen weggebracht ins Auto, denn für uns gibt es jetzt endlich was zu essen. Wir haben heute einmal gegessen, das ist jetzt die zweite. Ja, warum hier so viel Essen? Kann sein, dass wir zu viel essen? Nee? Ja, normal. Auf jeden Fall gehst du jetzt essen. Und damit ins nächste Essen. Und in die nächste Instagram-Story. Übrigens habe ich hier einen vegetarischen Burger. Vegan sogar? Nee, ist Mayonnaise drauf. Vegan, echt? Vegan, vegetarischen Burger. Weil ich tatsächlich zur Zeit auf Fleisch verzichte. Also ich versuche. Und das auch bisher ganz gut klappt. Und für uns geht es jetzt zurück mit der alten Problematik. Mal schauen, ob wir heute wieder wegkommen. Also ich finde das eigentlich relativ gut geklappt. So nach 10, 15 Minuten hat es geklappt. Vielleicht jetzt wieder so nach 10, 15 Minuten. 20. Wir warten mal kurz ab. Für uns geht jetzt wieder zurück ans Hotel. Ihr dürft einmal raten, was wir immer noch nicht hinkriegen. Wir hängen hier fest, glaube ich. Also heute Morgen, als wir losfahren wollten, hier ging es nicht. Jetzt, wo wir losfahren wollten, geht es wieder nicht. Heute Morgen hat es dann aber nach einer Zeit geklappt. Vielleicht jetzt immer noch. Vielleicht haben wir einfach nicht lange genug gewartet. Mhm. Ja. Mhm. Beide sehr fertig hier, weil es war doch anstrengend am Tag. Es ist übrigens auch sehr, sehr warm hier auf dem Auto. Top Voraussetzungen, um hier ganz gechilltes Auto anzumachen. Probieren wir es weiter. Mit hoffentlichem Erfolg. Ich hänge hier, glaube ich, fest.
Wollen wir hier schlafen? Ja. Können wir uns doch noch den Sonnenuntergang angucken? Können wir uns doch noch den Sonnenuntergang. Ja, wir wollten. Ja, genau. Ich wollte, du wolltest nicht. Darf ich mich setzen, dann probiere ich aus. Wir rufen jetzt. Ja? Leute, ich wollte mich kurz melden. Wir fahren. Und wir haben schon überlegt, nach Hause zu fahren. Wir sind im Hotel angekommen, wollten es einfach nur mal so ausprobieren, ob es geht. Geht? Geht ich? Soll ich nochmal? Also ich muss ja sagen, dazu ganz kurz, muss ich mich mal ganz kurz selber loben. Ich habe es hingekriegt, nach 10 Minuten ausprobieren. Aber ich habe es hinbekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, Kirby... Die Lenkradsperre ist wieder drin. Ist sie wieder drin? Ja. Oh Mann, okay, mal schauen, ob wir noch weg können. Wir können wirklich nach Hause kommen. Hoffen wir mal, dass das morgen früh, wenn wir weiter wollen, klappt. Lass mal morgen früh direkt nach Hause, ohne Pause. Ja, wäre wahrscheinlich sogar echt das Bessere. Mal schauen, was noch passiert, ob wir es wirklich abbrechen oder nicht. Na gut, wir sehen mal weiter. Es war auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Tag heute. Es gab Höhen und Tiefen. Das ist echt komisch, oder? Das sogar wirklich. So, ich wollte euch immer kurz Bescheid sagen, was passiert ist. Ihr braucht euch aber keine Sorgen zu machen, uns geht es gut. Wir sind auch endlich im Hotel angekommen. Ja, gestern sind wir im Parkhaus stecken geblieben und heute haben wir mindestens genauso viel Unglück. Wir sind ja zum Strand gefahren und waren dort einige Stunden und konnte einfach den Motor nicht starten. Also ich habe den Schlüssel reingesteckt, aber ich konnte ihn nicht drehen und somit den Motor nicht starten. Ich habe es auch versucht mit Handbremse lösen, das ging dann auch nicht. Und dann standen wir da halt irgendwann mitten auf der Straße, weil wir losgerollt sind. Auf jeden Fall bin ich voll in Panik geraten. Max hat noch versucht, mich ein bisschen zu beruhigen. Und ja, wir konnten zum Beispiel auch nicht einfach zu Fuß zum Hotel gehen, weil das 30 Minuten mit dem Auto sind. Also es hätte schon ein Stückchen gedauert. Und ja, dann habe ich erstmal mit meiner Mama telefoniert und ihrem Freund. Und die haben auch nochmal gesagt, versuch nochmal so. Und das hat aber alles irgendwie nicht funktioniert. Ich war einfach kurz davor, den ADAC zu rufen. Ich hatte die Nummer schon im Internet gewählt und so. Ja, ich war wirklich einfach kurz davor und dann wäre, glaube ich, unser Urlaub vorbei gewesen. Aber bevor ich auf Anrufen gedrückt habe, ist der Motor dann einfach angesprungen. Also das war richtig random. Und übrigens habe ich auch eine Lenkradsperre, aber ich konnte die einfach nicht lösen. Also ich habe das Lenkrad leicht gedreht, leicht nach links, leicht nach rechts und dann auch etwas doller, aber es ging einfach nicht. Also ich wusste echt nicht, was ich machen soll und ich bin gucken, was mit meinem Auto los ist. Ich weiß nicht, ob es am Schlüssel liegt oder ich weiß nicht, es muss auf jeden Fall dann gecheckt werden. Ja, im Endeffekt haben wir es jetzt ja geschafft, aber ich habe zum Beispiel gerade eben nochmal versucht, als wir angekommen sind, den Motor zu starten und es ging schon wieder nicht. Also wenn wir jetzt das nächste Mal losfahren, wird es wahrscheinlich wieder genauso sein. Auf jeden Fall werden jetzt unsere Sachen gepackt. Ich merke selber gerade, ich bin echt ein bisschen rot geworden, oder? Ich habe gerade voll viel Energie. Oh mein Gott, ich bin echt... Ich wollte eigentlich keinen Sommer bekommen. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich warte mal draußen vorsichtshalber. Nein. Mit nur die Ruhe. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Oder morgen.